Du suchst fundiertes Wissen und sachliche Diskussionen? Dann ist BGT das Falsche für dich. Viel Spaß mit der Board Game Theory. Ja, hallo liebe Hörenden da draußen in den Endgeräten. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur BGT. Frohes Fest. Vielleicht habt ihr ja schon eins, habt noch eins, je nachdem, wann diese Folge genau rauskommt. Und spätestens aber ein frohes neues Jahr wünschen wir euch. Und so eine festliche Folge mache ich natürlich auf gar keinen Fall alleine. Und ich würde mich auch nicht selber quizzen wollen. Daher sind heute mit dabei der Alex endlich mal wieder. Hi Alex. Ja, schönen guten Morgen, guten Tag oder guten Abend. Freue mich mal wieder dabei zu sein. Wir uns auch. Der Olli ist da. Moin, moin. Der Lars. Moin. Und der Dennis. Yippie-yay. Genau, alle schöne, wunderbare weihnachtliche Grüße. Ja, und bevor wir hier mit dem eigentlichen Programm anfangen, Quiz und so weiter und so fort, gibt es so ein paar interne News. Und zwar hat einmal der Olli was zum BGT-Weekend. Gib uns doch mal ein Update. Genau, also das steht jetzt fest, wann das Ganze ist. Das ist das erste Wochenende im Juni und findet statt in der Jugendherberge Burg Plankenheim. Eine ganz coole Location, zumindest wenn wir Dirk Glauben schenken dürfen. Der war nämlich schon da und hat das Ganze ausgesucht. Wir wollten halt versuchen, das Ganze vom Preis her einigermaßen im Rahmen zu halten. Das ist halt in der Jugendherberge gegeben. Wir haben da einen riesengroßen Saal dann nur für uns, wo gezockt werden kann, bis wie lange immer wir möchten. Und preislich liegt das Ganze so knapp über 100 Euro. Ist dann mit Vollpension und Getränkepauschale und noch Kaffee und Kuchen am Nachmittag. Also sind, glaube ich, 110 Euro. Und wenn man über 27 ist, was die meisten ja sein würden, gibt es nochmal 8 Euro Aufschlag. Den Link packen wir euch in die Shownotes. Darüber könnt ihr euch anmelden. Das Ganze ist halt in einem Mehrbettzimmer. Ihr könnt uns Wünsche mailen, dass ihr vielleicht gerne ein Zweierzimmer hättet. Das können wir aber nicht garantieren. Da ist das Kontingent begrenzt. Das würde unter Umständen auch nochmal ein bisschen was obendrauf kosten. Können wir, wie gesagt, aber nicht garantieren. Da gibt es zwei so Riesenzimmer. Ich glaube, die schnappen wir uns hauptsächlich. Und das heißt dann, die anderen, das sind dann so Dreier-, Vierer-, Fünfer-, Sechser-Zimmer. Ja, genau. Ja, ja, wenn es Kaffee und Kuchen am Nachmittag geht, dann vorher bitte nochmal unsere Brettspiel-Knigge-Folge hören, dass da keine Unfälle gibt. Dann. ganz wichtig. Genau, ja, und ja, wie der Olli gesagt hat, ne, das Ding ist mit Jugendherberge, ist halt preislich einfach ja, sehr attraktiv am Ende des Tages. Cool, ja, Link findet ihr in den Shownotes und es gibt dann auf jeden Fall Update, was den Discord angeht. Der Lars hat das ein bisschen aufgeräumt und ja, wir wollen jetzt alle sehr viel, viel mehr aktiver dort sein, verlegen quasi die Hauptkommunikation aus irgendwie internen WhatsApp-Gruppen oder sowas, alles in Discord, dass man da einfach sowieso unterwegs ist und alles andere dort auch postet. Und ja, Lars, du hast dir auch noch so ein paar andere Gimmicks überlegt, die da stattfinden sollen, ne? Ja, da bin ich halt noch dabei zu finden. Also erstmal möchte ich für euch einen grafischen Monatsplan rausbringen, jeden Monat praktisch, wo ihr dann schon im Vorfeld sehen könnt, welche Themen es in den 4 Folgen, die wir in dem Monat aufnehmen, oder manchmal sind es ja auch 5, zu hören gibt. Dann könnt ihr euch da schon mal vorfreuen und vielleicht im Terminkalender eintragen. Dann wird es eine Challenge des Monats geben. Das wird vermutlich sowas sein wie fotografiere irgendwas Schönes, was du gekocht hast oder so. Aber natürlich auch mit Brettspielbezug. Ja, dann soll es so Watchpartys geben, wo man sich halt im Discord trifft und in diesem Sprachchannel zusammen dann irgendetwas guckt. Und das, da bin ich mir noch nicht so sicher, was wir da alles draus machen. Ich kenne das von anderen Discords, die gucken dann zum Beispiel irgendwelche Serien oder jetzt bei dem einen gab's, da haben die dann zusammen Stirb langsam geguckt, als Weihnachtsfilm halt. Ich habe auch da mal mitgeguckt, da haben wir den Power Rangers Film geschaut und das war sehr witzig, weil man halt dann untereinander trotzdem auch so kommentiert und so ein bisschen. Okay. Ich hatte mir auch vorgestellt, um so ein bisschen Brettspielbezug zu halten auch, dass man dann vielleicht so Kickstarter-News-Videos schaut
Und dann kann man sich so ein bisschen direkt über die Kickstarter unterhalten vielleicht. Ja, solche Sachen. Ne? Irgendwie sowas. Dann hatte ich gedacht, vielleicht mal so ein Kaffeeklatsch. Auch vielleicht zweimal im Monat, ne, abwechselnd mit der Watchparty oder so, wo dann mindestens einer von uns immer dabei ist und dann kann man sich einfach unterhalten über Brettspiele, Gott und die Welt, was gerade so aufkommt. Ne, und auch da vielleicht dann, ich habe gerade gehört, hier dies, das Spiel kommt raus oder wird ausgeliefert, kann man dann auch mal erzählen, nicht nur irgendwo im Thread posten. Einfach so. Sich so gemütlich zusammensetzen, zeitlich vielleicht eine Stunde oder zwei, je nachdem, wie man Bock hat. Da müssten wir noch mal ausknobeln, zu welchen Uhrzeiten das passt. Und ja, dann möchte ich natürlich möglichst viel Leben in den Discord bringen und da wird es bestimmt noch die ein oder andere Idee geben, wie ich da was, die ich da noch einbringen kann. Könnt ihr uns ja auch mal Feedback geben? Genau. Was haltet ihr von den Ideen? Habt ihr da Bock drauf? Was gäbe es denn noch, was ihr vielleicht ganz gerne von uns da hättet? Also da freuen wir uns auf jeden Fall drauf, weil wir wollen da, wie Lars schon gesagt hat, so ein bisschen Leben mal reinbringen und ja. Genau. Ja. Also das ist ganz wichtig, dass ihr da auch dran beteiligt sein könnt. Ne? Also wenn ihr da Ideen reinschreibt oder Ideen aufbringt, dann nehmen wir das immer gerne erstmal an und schauen, wie wir irgendwas umsetzen können. Auf jeden Fall. Ja, sehr cool. Finde ich ganz toll, dass du da so viele Gedanken machst, Lars, und das so ein bisschen in die Hand genommen hast, da ja mal ein bisschen Leben reinzubringen. Ja, ich denke, Patrick und auch Simon, wenn er Zeit hat, werden da sicherlich auch noch irgendwie mit beisteuern. Ja, das mache ich ja nicht ganz alleine. Das wäre vielleicht ein bisschen viel. Stimmt. Genau, ja, das wird, glaube ich, ganz cool, auch so als Aussicht für 2024. Gut, das so die internen News von uns. Dann würde ich sagen, starten wir doch mit Quiz. Und was haben wir uns überlegt? Ich habe Fragen vorbereitet. Die anderen haben die nicht gesehen, logischerweise, sonst wäre es total langweilig. Es gibt 10 Fragen, so mehr oder weniger aus dem Kontext von Brettspielen. Wir machen das Ganze auf Kahoot, da gibt es dann Punkte, je nachdem wie schnell ihr antwortet, das ist alles hier so im Wer wird Millionär-Stil, Frage und dann 4 Antwortmöglichkeiten. Ja, und je nachdem wie schnell man ist, gibt es dann Punkte und am Ende gibt es irgendeinen Sieger. Ihr habt 20 Sekunden Zeit pro Frage, die ihr dann da beantworten müsst. Ihr seht die Antwort erst, wenn alle beantwortet haben. Genau, dann können wir danach immer noch so ein bisschen kurz drüber quatschen, was dann das für eine bekloppte Frage war, die ich mir ausgedacht habe. Genau, und der Gewinner davon, der darf eine Folge nach seinem Gusto planen und dann auch durchführen und schneiden und alles. Also, ja, schön. Wenn wir Gleichstand haben, dann muss der Dirk die Folge machen. Ja, genau. Aber habe ich das richtig verstanden? Also wenn man, also je schneller man antwortet, desto mehr Punkte gibt's. Ja, genau. Okay. Das ist ein bisschen, ich habe ja, es ist ein bisschen lustig mit diesen Punkten. Ist, glaube ich, vor allem in der Unterhaltung. Ich sehe da bis jetzt nur einfach mein Bild. Ist das korrekt? Da ist genau. Noch nichts. Okay. Ja, noch nicht, ist noch nicht gestartet von mir. Genau, es gibt 8 Fragen, die haben so einen sehr allgemeinen Brettspielbezug. Dann sind die letzten beiden Fragen. Die Frage Nummer 9 ist eine Twilight Imperium-Frage. Das konnte ich mir nicht nehmen lassen. Und die 10. Frage, das als kleines Schmankerl. Die gibt auch doppelte Punktzahl. Ist eine My Little Pony-Frage. So, aber mit Nerd-Bezug. Oh, so, das schon mal so als Spoiler vorab. Und dann, also wenn das nenne ich mal fair. Kriegt aber besonders die Twilight Imperium-Folge. Wo Dennis mitredet, ja. Da müsste Dennis eigentlich irgendwie so, der darf 10 Sekunden lang nicht drücken oder sowas. Als ob ich das wüsste, Leute. Ich lebe da nur von, Dirks Wissen. Ja, eben. Deswegen weißt du aber die Antwort auf die Frage. Nee, der Dirk hilft mir ja dann nicht. Ihr seht das ja nicht. Wenn wir irgendwas machen, dann gibt der Dirk mir immer heimlich unterm Tisch die Antwort. Genau. Okay, erklär noch mal genau, wie es jetzt läuft. Wir sehen gleich die Frage, die liest du erst vor. Die lese ich auch vor, dann seht ihr die noch mal. Da gibt es immer so ein Stimmungsbild, was nichts mit der Frage zu tun hat, sondern so ein random ja, hier so ein random Stockfoto ist, was man da auswählen konnte, was irgendwie zu ich dachte, das der Begriff, der und dann nehme ich das Bild. Also da nicht irritieren lassen von. Genau, ich lese die vor, dann gibt es 4 Antwortmöglichkeiten und für eine müsst ihr euch entscheiden.
Ja. Okay. Und je schneller, umso besser. Liest du die Antworten auch erst vor und dann? Nee, die werden also. Die gibt es dann direkt zu sehen. Ich kann die dann hier für die Hörenden da draußen vorlesen. Ist die Geschwindigkeit nur für die eine Frage dann entscheidend, wer da Erster wird und die meisten Punkte bekommt? Oder ist das sowas, was auch... Ja, jedes Mal, wenn du je schneller du bei den Fragen bist... Also ist es immer so, dass, keine Ahnung, dass der schnellste Richtige immer 10 Punkte bekommt? Oder kommt das dann auch nochmal darauf an, wie schnell man war? Also wenn ich jetzt okay, alles klar. Genau, ich glaube, das geht von 1000 runter und dann quasi, je schneller du bist, desto mehr Punkte kriegst du. Gibt es einen Publikums-Joker? Nein. Schade. Dafür haben wir keine Zahlen, Alex. Du kannst uns fragen, anrufen. Alex. Auf jeden Fall eh. Dann würde ich sagen, wir starten einfach, oder? Let's go! Gut. So, ihr müsstet das jetzt alles sehen bei euch, ja? Seht ihr das? Aufgepasst und wird geladen. Guys. Ja, wird geladen. 3, 2, 1. Quiz. So, die erste Frage. Welcher Verlag wurde 2012 unter anderem von einem renommierten deutschen Spieleautor mitgegründet? Skellig, Feuerlandspiele, Strohmann Games oder Funtails? Da müsst ihr euch jetzt überlegen, was passt da zeitlich rein? Welcher Spieleautor könnte da gemeint sein? Da. Gut, wir haben 2 Antworten Skellig und 2 Antworten für Feuerlein-Spiele. Wer will denn sagen, welcher Spieleautor es gewesen sein könnte? Ich weiß es. Ich auch. Das ist Uwe Rosenberg. Genau. Der für Terra Mystica Feuerland gegründet hat, zusammen mit dem Frank Schmidt, ne? Frank Schmidt heißt er. Ja. Genau, das war 2012. Bruder im Geiste. Ja, genau. Gut, Dennis war ein bisschen schneller als der Olli. Alex und Lars sind hier ohne Punkte rausgegangen. Also, gut. Also, es wird sich auch so durchziehen. Ich wollte gerade sagen, das wird der rote Faden. Ich spiele Spiele, mehr weiß ich nicht. Ich spiele Spiele. Da gibt es auch Fragen, die ihr beantworten könnt. Ich ja, sowas ganz wie, wie viele Seiten hat ein 6-seitiger Würfel? Das wüsste ich. 5. Falsch, 7. 5 und eine. Ah, genau. Okay, das, Feuerland 2012, genau wie du gesagt hast, Dennis, für Terra Mystica gegründet worden. Skellig gibt es tatsächlich erst seit 2018 oder 2019 sogar. Ja, das ist deutlich sehr später gekommen. Funtails ist auch auf jeden Fall so drumherum etwas älter, ist dann auch gegründet später, aber die waren auf jeden Fall lose viel stärker zusammen. Ganz schöne Unternehmensgeschichte auf der Funtails-Seite zu lesen. Genau, gut. Es ist schön, dass hier steht, noch ist nichts verloren, du bist auf dem Siegerpodest. Das steht übrigens auch, bei der Kabine vom 1. FC Köln. So an dieser Stelle, Dennis, ich mach gleich mal einen Not aus mit dem Turboantrieb. Stehe ich schon vor der Tür, Junge. Bei mir steht einfach nur, keiner hat gesagt, dass es einfach ist. Ja. Das hat, schon gedacht. Hat auch keiner. Das gut. Muss auch keiner sagen. Dann machen wir doch weiter mit Frage Nummer 2. Ist wieder ein Quiz, was für eine Überraschung. Welches Spiel erhielt den SDJ-Sonderpreis Bestes Solitärspiel, also Spiel des Jahres, Sonderpreis Bestes Solitärspiel? Rubik's Cube, Freitag, Nemo's War oder den Preis gab es überhaupt gar nicht? Ah ja, ich habe nicht alle Antworten gelesen, einfach geklickt. Ah, boah, aber wieder Gleichstand mit Alex hier. Den Preis gab es? Den Preis gab es, aber genau so einmal ist doch gar kein Spielen. Deswegen habe ich mich auch aufgetippt, es gibt ihn gar nicht, weil nachdem sie da gesagt haben, nee, man macht das ja mit Menschen zusammen und Solo spielen. Das habe ich euch bewusst auf die falsche Fährte gelockt. Ist auch ein bisschen älter, 1980 ist der. 1980? Nee, oder was? Warte, Moment, das schaue ich nochmal nach. Es ist auf jeden Fall der Rubik's Cube gewesen. Das ist kein Spielen. Doch, schon. Doch, 1980. 1980 ist der Rubik's Cube. Wisst ihr was? Ich hab gedacht, den Rubik's Cube hast du dazu geschrieben, weil 1980 Rummikub Spiel des Jahres geworden ist. Da habe ich gedacht, das klingt so ähnlich, da wolltest du uns damit verarschen, deswegen habe ich es nicht gewählt. Der Rubik's Cube ist ja ein ganz normales Ding. Es ist dieser Würfel, den man so drehen muss und alle Seiten einfarbig werden. Gut, nein, Fälle. Nein, ich habe gedacht, da wolltest du uns quasi auf die falsche Fährte, dass jemand das im Kopf hat und so. Ich habe da gedacht, so, dass das quasi du so um die Ecke uns verarschen wolltest. Ich bin mir 100% sicher, dass es dir noch nicht gegeben hat. Aber gut, 1980, Den gut, Rubik's Cube, da haben wir alle was gelernt. Das ist auch schön. 69 oder so wahrscheinlich schon. Handgeschnitzt.
Dann, ich mein, wir haben ja das Intro, was uns alle schützt. Ja, ja? Genau. Das ist richtig. Das ist richtig, Alex. Wir sind auf jeden Fall raus. Alibi ist gesetzt. Gut. Ja, und ist ja nach wie vor ein Riesending, der Rubik's Cube, mit verschiedensten Meisterschaften und auch verschiedensten Absurditäten, die man da noch so machen kann. Sehr ja, aber findet ihr, dass das ein Spiel ist? Ja. Also ich finde, es ist ein Spielzeug, aber es ist... Nein, also Spielzeug ist es auf keinen Fall, finde ich. Das ist schon, also man muss schon dein Hirn anstrengen dafür. Ich finde, das ist ja so keine Actionfigur oder sowas. Ja, Logikspiel halt irgendwie, ne? Also, genau. Also bei mir war das immer irgend so ein UFO oder so, weil es halt nach 5 Minuten durch die Gegend geflogen ist. Okay. ja, das ist ja die Frage, wo ist Spiel und Tätigkeiten, aber ich würde das schon als Spiel. Ich auch. Das ist auf jeden Fall so ein Logikding, was du solitär halt da machen kannst und wo du dich im Grunde auch mit anderen zusammensetzen kannst, dich aneinander messen kannst. Daher würde ich das schon als Spiel da einsortieren. Ja, ich habe das mit dem kleinen Wikinger auch gemacht. Der hatte so ein 3x3-Ding, hatte der mal von mir geschenkt bekommen und dann haben wir uns da echt zusammen hingesetzt und geknobelt. Ich finde das, abgefahren, wenn die quasi sich da hinsetzen, das blind quasi drehen, dann in die Luft werfen, weiter blind drehen, sich das dann einmal kurz angucken, unter einen Hut oder sowas drunter kommt, hoch und dann lösen die das in 15 Sekunden oder irgendwie sowas. Das ist so abgefahren, also oder noch weniger. Also die schnellsten sind ja, weiß ich nicht, bei 4-5 Sekunden oder sowas. Ja, genau. Ich kenne jemanden, der hat das gemacht. Der hat das Ding während eines Rückwärtssaltos gelöst. Das war natürlich wahrscheinlich so voreingestellt, aber es sah schon impressive aus. Tja, das ist der Rubik's Cube. Dann nächste Frage. Da gab es auf jeden Fall keinen Punkte für irgendwen. Lagt alle falsch. Die nächste Frage ist, wie oft hat Klaus Täuber Spiel des Jahres gewonnen? Einmal, sechsmal, zweimal oder viermal? Klaus Täuber, bekannt für Siedler von Katar natürlich, aber was hat er denn noch so gemacht? Hat er was noch gemacht und gab es dafür auch einen Preis? Das ist die Frage. Der Dennis das soll die Arme. Genau, es waren ja, Alex, viermal. Und Dennis, ich glaube, Siedler von Katar war das dritte Mal. Ich meine, er hätte zweimal vorher 88 und 92 oder so gewonnen. Siedler von Katan war 94, ne? 95 war Katan. Ja, dann war 91 drunter und drüber, 1990 Adel verpflichtet und 88 Barbarossa und die Rätselmeister. Also Katan war der vierte Preis. Da war er schon recht bekannt. Ich hatte nur das Adel verpflichtet auf dem Zettel. Deshalb hatte ich 2 genommen. Ich war auch bei 2. Gut. Ja, jetzt müsst ihr den Dennis mal ein bisschen einholen hier. Kommt, könnt ihr dem ja nicht die Punkte schenken. Der hat doch nebenbei Wikipedia auch. Wollte ich gerade sagen, der hat doch an. 20 Sekunden reichen also, zum 5-mal googeln. Entschuldigung, also wenn ich in der Geschwindigkeit Wikipedian kann, dann ja, das ist Spracheingabe, du nun. So locker hat gegoogelt hier. Aber echt? Aber schauen wir mal, wie das hier so weitergeht. Also ich tippe ja im Adler-Suchsystem, ne? Das heißt, lange kreisen und dann gezielt zustoßen, also bis ich gegoogelt habe. Du hast wahrscheinlich Alexa hinten laufen und dann sagt die dir das immer in die Ohren. Ja, genau. Genau, weil, so ein Kopf im Ohr. Genau. Ja, ich habe Lisa im Ohr, weil die weiß so nämlich. Ja, siehst du, das ist gecheatet. Da muss die Lisa auch die nächste Folge durchführen. Gut. Ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Frage 4. Was ist die teuerste Karte im Terraforming Mars Grundspiel? Einmal gespielt, ey. So eine Scheiße. Absolut. Amos, EU Bergbauindustrie, Soletta oder riesiger Konvoi? Ja, richtig! Ja, richtig! Ja, richtig! Hat der Audi richtig getippt? Ich wusste, ich habe die falsche. Ich habe den riesigen Konvoi genommen. Dann ist die ein Mega-Credit günstiger als Absturz. Nee, die sind alle deutlich günstiger. Das ist einfach mein Game. Wenn ihr irgendwie Fragen habt zu Terraforming Mars, kontaktiert mich einfach. Habe ich durchgespielt. Ich kenne die Karten alle auswendig, nicht nur vom Grundspiel, insgesamt. Sondern alle. Deswegen habe ich extra hinzugefügt, weil sonst kommen ja noch ganz andere Karten. Ich bin richtig stark. Ich bin 858 Punkte hinter FBG Kitsiro. Kannst du mal sehen. Wo seht ihr das denn? Ich sehe das gar nicht. Ja, ich halte halt so wie mein Fußballverein. Customized ist angezeigt immer. Ja. Ich sehe aber gar keine Customized Bilder, Dirk.
Nee, ich auch nicht. Ich krieg jetzt irgendwie. Eine Bilder kriege ich auch keine angezeigt. Nee. Achso, vielleicht bei der Bildschirm, ich weiß nicht. Aber es sind auf jeden Fall eigentlich Bilder drin. Aber vielleicht ist es auch besser und das irritiert dann nicht. Achso, doch, die Bilder stehen über der Frage, wenn die vier Antwortmöglichkeiten kommen. Dann ist jetzt dann aber die Frage. Achso, da konzentriere ich mich so auf die Frage. Ja. Ja. Aber jetzt die Frage, was ist denn das nochmal für eine Karte, der Bergbau? IO Bergbauindustrie erhöht die Titanproduktion und Mega-Credit-Produktion. Ich wollte es gerade sagen, danke Dirk. Titan um zwei. die macht auch echt richtig viel. Ja, das weiß der Olli natürlich auch, aber die Titanproduktion ist natürlich wichtig, wenn man interstellare Ereignisse spielen total, möchte. Ja. Und damit kann man nämlich mit Titan das aufbauen. Und wenn man das dann noch pimpt, kann man einen Titan nämlich richtig wertvoll machen, sodass es 5 Mega-Credits wert ist. Ich habe auch gehört, wenn man das in Runde 24 macht, dann ist das eigentlich der Gewinner-Move. Also dann hat keiner mehr eine Chance. Genau, es ist nicht Titan, Dennis, es ist Stahl und Pflänzchen. Die Titanen. So ein Kack. Die Titanen sind ja aus der griechischen Mythologie. Das ist ja jetzt nicht, hat ja mit Max nichts zu tun. Titanen. Titanen sind aus Gotham. Ach so, ja. Da sind die Titanen. Ah, die Titans, ja, genau. Ja. Ja. Aber siehst du, aber ich spiele halt nie auf Stahl, ich spiele immer auf Fenster. Siehst du? Ja. Deswegen spielst du diese Karte nie, dann passt das ja. Gut. Ich glaube, ich spiele gleich nochmal eine Runde Terraforming Mars am Rechner. Ja, genau. Hättest du mal besser vorher gemacht. Okay, Halbzeit. Nächste Frage. Auf welchem Platz fand sich Blood Rage in unserer Top-Liste? 16, 10, 9 oder 13. Da ist jetzt so ein ganz wütender, fassungartiger Typ als Symbolbild für alle, die es nicht sehen. Wo war denn das genau? Ja! Scheiße, nein! Ich hab's falsch gemacht auch noch. Oh, Mann. Ja, ich auch, ey. Ich hab's nicht mehr im Kopf gehabt. Ja, das war 16, aber, oder? Ja, es war 16. Ah, fuck, ich dachte, ich war auch nicht sicher, Alex, ob 16 jetzt, oder 13. Ja, ich war auch zwischen 16 und 13, habe ich geschwankt. Jetzt musst du dich bei dem Typen entschuldigen, finde ich, der das Blood Rage verkauft, weil wenn du nicht mal mehr weißt, auf welchem Platz du liegst, das Spiel. Nee, weil ich es ja höher eingeschätzt habe, also dass es weiter vorne war. Und muss ich überhaupt nicht entschuldigen. Das war Verdrängung. Ich meine, Blood Rage verkaufen. Und der Alex kann eine ganze Sammlung anzünden. Und der Alex streicht bei dem Community-Platz, streicht er auch immer die hintere Zahl weg. Ja. Platz 1, immer Platz 1. Platz 1. Ja, gut. Beim nächsten Mal wird der Alex wahrscheinlich sagen, ich mache die Auswertung, Dirk. Lass mich da machen. Genau. Schick mir mal die Werte. Genau. Blood Rage Platz 1 bis 100. Alle. Wir sprechen jetzt über jede Karte bei Blood Rage in der Community Top List. Ja, wobei ich sagen muss, es gibt ja mittlerweile auch viele andere tolle Spiele. Mittlerweile. Ja, mittlerweile. Sehr gut. Okay. Rubik's Cube zum Beispiel. Aber es war unter den Top 20 auf jeden Fall. Ja. So ja. Ist es ja nicht. Gut. Dann die nächste Frage. Wie lang muss die längste Handelsstraße in Katan mindestens sein? 4, 6, 5 oder 7? Auto mich mal wieder, noch nie gespielt. Ich habe Katan vor 20 Jahren das letzte Mal gespielt, glaube ich. Ja, ungefähr sowas. Tja, aber es ist Teil der Brettspielkultur. Deswegen, ja. Da habe ich extra eine Frage reingepackt. Gute Frage. Nee. Ich habe auch kein Glück beim Raten, weißt du? Ich habe nicht mehr Glück beim Raten. Grüße an Klausi. Was hast du denn geraten, Lars? 5. 5? Ich habe 6 genommen. Ich habe auch 6 geraten. Ich habe 7 geraten. 5 ist so eine gute Zahl. Guck mal. Sehr schön. Ja, es muss mindestens 5 lang sein, dann hat man Anspruch auf diese Karte. Ich hatte erst überlegt, ob ich frage, was man würfeln muss, um damit der Räuber einem was wegnimmt. 7. Aber das fand ich dann zu einfach. Genau. 7. Sehr, sehr Klaus Täuber-lastig, dieses Quiz. Ja, muss ich einfach mal sagen. Das finde ich auch. 2 Fragen. Aber ja. Nee, aber das mit dem Räuber hatte ich gedacht, ist zu einfach, weil es ja die höchste Wahrscheinlichkeit bei 2 Würfeln ist und deswegen ist es eben da der Räuber. Gut, wir müssen alle mehr Katan spielen, so sieht es nämlich aus. Ich muss es überhaupt mal spielen. Ja, also vielleicht müssen wir auf dem BGT-Wochenende einfach mal eine Runde, doch. Also wir alle, die wir hier sitzen, mal eine Runde Katan spielen. Das können wir auch irgendwie online machen. Das müssen wir nicht auf dem Wochenende machen. Ja, können wir bei BGA online spielen. Der Olli ist jetzt auch dabei. Ja, ich bin auch der Headmaster der BGT-Gruppe dort. Ach stimmt, das gibt es auch noch ein Announcement hier. Es gibt eine BGT-Gruppe auf BGA jetzt. Genau, mit uns, sogar mit dem Olli spielen. Ja.
Also wenn das nicht, also das ist doch mindestens mal ein Patreon-Sub wert. Also das muss man doch mal sagen. Ja. Genau. Gut, mal gucken, ob es Klaus Täuber-lastig weitergeht. Die nächste Frage ist, in welchem Spiel findet sich die Karte Kuchenverkauf? In Everdale, in die Tiere vom Ahorntal, in Root oder in My Little Sons? Mist, ich hab's verkackt. Kuchenverkauf. Sicher. Wo gibt's diese Karte? Ich glaube, das war eine Falle von dir. Ja. Das war eine Falle von ich mir. Ich bin reingetappt. Ja, ja, ja. Ob ich so ein fieser Möpp bin. Ja. Bin ich auch reingetappt. Und was macht die Karte Kuchenverkauf? Die macht, die ist bei Root, das weiß ich. Die ist eine gelbe, also ich weiß, dass da Hasen drauf sind. Und was macht sie? Sie macht, dass man zu Beginn der Tagphase eine Karte ziehen darf, glaube ich, ne? Nee, das ist die besser buddeln Bank. Kuchenverkauf gibt ja einfach die Dreiermünze, also diese Münzen-Item und drei Siegpunkte. Hättest du Flamecraft da noch mit reingenommen, hätte ich Flamecraft genommen. Aber du hast mich gekriegt, My Little Side. Habe ich auch genommen, ne? wegen der Kuchenschlachten und sowas. Preis, ja. Genau. Ja, das, ja, ich habe, weil alles andere wäre, aber weil es da ja um Kuchen geht, dachte ich, komm, das nimmst du mit rein, das ist verwirrend. Da klickt bestimmt jemand drauf. Ja. Hat ja auch geklappt. Ja, aber das ist nicht mehr auf Everdell reingefallen ist. Doch, hier. Nee. Hab ich auch nicht gespielt, keine Ahnung. Der Wikinger, aber Hut hast du doch gespielt. Und habe ich auch nur einmal eine Partie drin gehabt. Ach, Alex. Das sind einfach Fragen, es sind zu wenig Miniaturenspiele hier am Start. Da bin ich halt einfach raus. Das nächste Mal, Alex, machen wir das. Musst du das Quiz machen, weil bei dem Miniaturenspiel, da war ich einfach zu schlecht vorbereitet, um irgendwelche. Dann mache ich das nächste Mal, dann machen wir, dann ist dann Lars und Olli ganz weit vorne. Genau, so machen wir es. Das ist gut. Wir wechseln das. Olli ist aber auch so weit vorne. Das stimmt. Ja, Olli hat da Glück. Ich habe noch nicht mal Glück. Ich habe nicht mal Glück. Ja, das ist ja beim Olli der. Ein ordentlicher Mary Trash-Spieler habe ich Glück. Ja. Also. Ja. So ja, der Olli würfelt mit 100 Würfeln und wirft 106. Wie Werner. So sieht's aus. Gut, dann König, schauen wir mal, was die achte Frage. So, bei welchem Verlag findet sich folgender Satz in jeder Anleitung oder in fast jeder Anleitung? Ersatzteilservice, du hast ein Qualitätsprodukt gekauft. Falls ein Bestandteil fehlt oder ein anderer Anlass zur Reklamation besteht, wende dich bitte an Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. So, Kosmos, Pegasus-Spiele, Heidelberg Games oder Schmidt-Spiele. Okay, der Alex hat was richtig. Ich habe was richtig. Ich raste aus. Krass. Genau, das ist immer ganz weit vorne. Ist es Kosmos? Bei Pegasus. Pegasus auch. Genau. Und Schmidt-Spiele, weil ich dachte, das ist so diese Alteingesessenen, die haben so eine bei irgendwie noch so Pegasus ist der auch richtig gut, der Service. Die sind super schnell. Pegasus-Service. Ja. Richtig gut. Grüße gehen raus an Peter. Ich muss auch sagen, dass ich bin darauf gekommen, weil ich gedacht habe, den Satz habe ich schon ein paar Mal gelesen in meiner Anleitung, da bin ich mit dem Kopf so durchgegangen, von welchem dieser Verlage habe ich denn die meisten Spiele? Ja, geht mir auch so. Ja, und dann war das Pegasus. Asmodee oder Pegasus wäre es bei mir gewesen, aber ich war mir ziemlich sicher mit Pegasus. Ja, okay. Hätte natürlich auch Schwerkraft sein können. Wenn ein Teil fehlt oder beschädigt ist, wein bitte leise. Du hast zwar trotzdem ein Qualitätsprodukt gekauft, aber nein, danke. Das ist jetzt kaufst dir halt nochmal. Offensichtlich muss ich selber nochmal eine zweite Version, falls was fehlt. Das ist halt, das sind individuelle Spiele, da muss man halt drum herum spielen. Ne? Da kann man sich nicht auf eine bestimmte Karte verlassen, so wie den, weiß ich nicht, das Startspieler-Markerchen oder so. Da muss man halt improvisieren. Das fördert die Fantasie. Ja, aber auf der anderen Seite ist es natürlich toll, wenn dieser Service besteht und da Ersatzteile irgendwie zur Verfügung gestellt werden, weil bei so einem Spiel kann immer mal irgendwie was auch fehlen oder mal irgendwie abhanden kommen und dann ist toll, wenn es Verlage gibt, die die Sorgen der Spielenden ernst nehmen und da einen tollen Service bereitstellen. Daher Grüße gehen raus an Pegasus und viele andere Verlage machen das ja auch. Ne? Mit Kosmos habe ich auch gute Erfahrungen gemacht bisher. Ja. Asmodee habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Also es gibt viele, die das sehr gut machen. Ja, definitiv. Der Krasser war für mich immer Druid Games, ne? Die auf meinem Instagram Kanal gesehen haben, dass eine Miniatur bei einem Spiel von einem Freund, das der gebraucht gekauft hat, kaputt gegangen ist und die haben das Ding ersetzt. Also der Designer hat mich dann angeschrieben, soll ich die ersetzen?
Okay, das ist krass. Richtig, richtig hart geil. Natürlich richtig gut. Sehr schön. Gut, dann sind die ersten 8 Fragen jetzt durch und wir kommen jetzt zur Twilight Imperium Frage. Dennis. Schnallt euch an. genau. Wie viele I sind in Twilight Imperium? Genau. Also welche Kombination in Twilight Imperium inklusive Erweiterung kann im wahrsten Sinne des Wortes unendlich viel Handelswaren produzieren? Necro und Barony, Necro und Jolnar, Necro und Hakan oder Necro und Mentek? Ja, genau. Ich glaube, es ist Necro mit auf Necro. Jeden Fall. Ich wette irgendwas mit Necro. Es könnte was mit Necro zu tun haben. Genau. Boah, ich hab's richtig geraten. Ja, Lars! Ich hab noch nicht mal Glück beim Raten, ey. Wieder so eins meiner meistgespielten Spiele. Geil. Genau, genau. Ich hab's falsch. Ich hab gedacht, wäre Hakan gewesen? Ah, nee, es ist Necro und Barony. Hakan habe ich genommen. Weil ich dachte, ich wusste nur, dass die doch so Handelstypen sind. Da dachte ich, aber das, ja. Genau. Ich habe einfach gedacht, so Barone sind immer reich. Ja, siehst du, guck mal, der Lars hat gut gedacht. Na, guck mal, Alex, du hast 700 Trostpunkte bisher. Vielleicht haut die Frage gleich raus. Trostpunkte? Das ist ja toll. Vielen Dank. Aber du bist ja Barony in unserem nächsten Spiel, unserem nächsten am Tisch-Spiel. Genau. Dirk. Und Necro haben wir aber leider nicht dabei, ne? Nee, das ist auch nicht. Also es gibt auch Berichte von Turnierspielen, wo das dann mal Leute ausprobiert haben. Das ist dann ganz witzig. Dann einigt man sich einfach darauf, jeder nimmt sich einfach 50 Handelswaren jetzt und dann ist gut. Okay. Es gibt halt eine Kombination, weil die einen können quasi immer, wenn sie ein Schiff beschädigen und das wird dann, ne, so eine Schadensresistenz kann man dann machen, dann dürfen sie eine Handelsware nehmen. Und diese Fähigkeit kann man teilen mit dem Gegenüber. Und beide haben die Möglichkeit, sich Technologien voneinander, also Necro kann ja Technologien kopieren und dann haben beide die Möglichkeit, sich quasi immer wieder zu behaken in einem Kampf. Und es ist mathematisch unmöglich, dass der Kampf jemals zu Ende geht, weil das einfach nicht funktioniert. Dann wurde dann dafür eine Regel geschaffen. Der Angreifer muss sich in dem Fall dann zurückziehen, falls so eine Situation geschieht, dass es irgendwann absehbar ist. Das ist mathematisch. Dieser Kampf wird niemals enden, egal wie viel wir würfeln. Genau, aber das funktioniert grundsätzlich. Dann hat man halt unendlich viel Handelswaren. Lustiger Party-Gag sozusagen. Praktikabel im Spiel nicht wirklich. Gut, ja. Dann haben wir die obligatorische TI-Frage auch durch. Genau, und weil das Brettspiel-Pony die Fragen gemacht hat, gibt es eine Pony-Frage zum Schluss. Aber es ist eine nerdige Frage. Also aufgepasst, seid ihr bereit? Und zwar, gibt's doppelte Punkte. Welche Schauspielerin aus Star Trek hatte mehrere Gastauftritte bei My Little Pony? Ach, John DeLacy, Sir Patrick Stewart, Marina Sirtis oder Brent Spiner? Jetzt müsste man wissen, wer welchen gespielt hat, vielleicht. Bei 3 von 4 weiß ich's. Das warte aber. Hätte ja klappen können. So, bin ich mal einfach auf Schnelligkeit gegangen. Das war meine einzige Chance. Einfach irgendwo draufklicken, schnell. Was hast du getippt, Olli? Du hast es richtig. John DeLancey. Wer spielt den, wen verkörpert der in Star Trek? Ich hab tatsächlich ja echt viel My Little Pony geguckt, weil Milo mal eine Zeit lang da total drauf abgefahren ist. Und da haben wir das echt viel geguckt und ich fand das auch eigentlich ganz, ganz cool. Aber das hier überhaupt gar keine Ahnung. Aber er spielt ja bei Star Trek, ist es Q, ne? Genau. Das ist also, Q ist, finde ich, eine der spannendsten und lustigsten Trickster-Figuren überhaupt so im Fernseh-Universum. Eigentlich sind immer alle meine Lieblingsfolgen aus The Next Generation sind die Q-Folgen. Die sind immer sehr, sehr cool, weil die so viel möglich machen. Einfach ist natürlich ein Trick, weil dann einfach alles möglich ist, aber genau. Sie nutzen es halt auch gut, finde ich. Ja, finde ich auch. Ja, und lustigerweise spielt er quasi eine Q-Version im Pony-Universum. So einen völlig durchgeknallten Charakter, der auch alles kann und alles möglich macht und sehr viel Chaos stiftet. Und wie heißt der? Discord heißt der. Ah, okay, Discord. Den kenne ich tatsächlich. Das ist ja, genau, der ist auch ein Fan-Favorite geworden. Lauren Faust, die hat ja die aktuelle Variante von My Little Pony aufgesetzt und hat da so ein paar neue Wege gegangen. Und dann haben die den angehauen, den John, und meinten, hier hast du nicht Bock. Und er so, ja, okay, spreche ich ein. Und dann, als die Folge dann irgendwann gelaufen ist, meinte er, ich habe hier lauter Fan-Mails bekommen von Leuten und die haben es total gefeiert. Dann ist er noch ein paar Mal
in der Show aufgetaucht. Macht aber echt gut und passt halt wie Faust aufs Auge. Ja, ist er denn ein Pony? Nee, es ist so ein Chaos-Tier mit irgendwie einem Krähenfuß und einem Drachenschwanz und so. Ja, ein Wolpertinger. Halt, eine Chimäre. Ja, so eine Art Wolpertinger im Grunde, genau. Mit allem drum und dran und der macht halt lauter Unfug die ganze Zeit. Ja, genau wie Q. Und das andere waren natürlich Sir Patrick Stewart, ist natürlich Captain Picard. Und wie heißt er nochmal? Data? Hat's Brent auch mit Spiner drauf? Ist Data Spiner, und genau. Marina Sirtis ist Constance Troi. Ah, okay, da wusste ich den Namen nicht bei ihr. Genau. So, und weil der Dennis gesagt hat, 10 Fragen sind auf jeden Fall zu viel schon, ist es jetzt hier Schluss. Ich hab den gewonnen. Ja, Moment, wer hat den gewonnen? Das Podium. Podium. Auf Platz 3 ist der Lars. Yeah! Auf Platz 2 ist der Olli und dann Platz 1 der Dennis. Ja, dem Dennis habe ich ja letztens erklärt, wie das funktioniert mit dem Schneiden und dem ganzen Kram. Dann kann er jetzt die nächste Folge machen. Wie viele Punkte hast du, Dennis? 5.841 Punkte. Gut, dann hast du jetzt sehr verdient gewonnen. 1.000 mehr als ich. Ich habe 4.888. Das war ganz aber ich bin, hier steht, ich bin intellektueller Großmeister. Ja, bei mir steht einfach nur gut gespielt. Bei mir sagt der Lebkuchen mit der Wikingermütze, glaube fest daran. Bei mir steht einfach nur souveräner Sieg, also erwartbar. Der Glaube bewegt Wikinger. Ja, also das heißt, wir treffen uns dann für eine Live-Aufnahme Triple Pursuit und das wird dann die Folge. Ich hab gehört, das finde ich aber schön. Also erstmal hier Kompliment, Dirk, hast du echt gut gemacht, das hat mega Bock gemacht. Mhm. Ich finde jetzt, ich kannte auch dieses Kahoot, kannte ich gar nicht, das ist ja aber auch nice. Das wäre doch vielleicht sogar mal was man live auf dem Discord machen könnte mit auch wo Hörer mit reinkommen können oder sowas. Genau, definitiv. Community-Quiz. Ja. Ich hatte sogar gedacht, wir stellen das Quiz einfach, während wir das machen, in den Discord ein. Das Problem ist, in der kostenlosen Variante können genau 10 Leute mit. Ah, okay. Aber muss man mal gucken, ob man nicht noch was findet. Nee, das und da habe ich von den Bretagogen empfohlen bekommen. Die hatten da letztens drüber gesprochen, über solche Dinge. Die hatten eine Folge, wie sie Spiele in der Schule einbinden. Praktischerweise mal. Und da ist das ein paar Mal gefallen, dass sie das auch für Quiz-Situationen im Klassenkontext einsetzen. Fand ich ganz cool, ne? Dass man das darüber macht. Ja, es freut mich, dass es euch gefallen hat, auch wenn jetzt die Fragen vielleicht. Ja, es ist irgendwie ganz schwierig gewesen, ehrlich gesagt, irgendwie 8 Fragen zu finden, die spannend sind, auch für alle irgendwie spannend sind. Und ja, mir ist klar, dass Miniaturenspiele jetzt zu kurz gekommen sind. Wir machen da mal so eine Quiz-Sendung Miniaturenspiele. No front, Dirk, no front. Ja, aber das können wir wirklich mal, also hier auch mal Feedback von euch, wie ihr das findet. Ich hätte da Bock, dass wir das mal öfter machen. Und da können wir ja tatsächlich auch, musst du ja nicht immer den Fragen-Heini machen, das können wir ja wirklich rundreichen. Und jeder kann das mal übernehmen. Ist gut. Und dann wechselt das auch ein bisschen mit den Schwerpunkten. Und vielleicht könnten wir das auch so machen, dass für die wir als Folge rausbringen, eine Folge. Also mir hat es mega viel Spaß gemacht, natürlich, weil ich gewonnen habe, aber vielleicht ist es dann auch cool, wenn quasi wir die nächste Folge aufnehmen dazu, dass wir vorher die Community fragen und die Community die Fragen einschickt quasi. Oh, okay. Und das machen. Aber ich hätte auch total Bock, dass wir so einmal im Monat Quiz machen. Müsst ihr mal sagen, ob es das wert ist, dann würden wir vielleicht auch mal ein paar Euro in den Hut werfen und sagen, okay, wir sorgen dafür, dass mehr Leute teilnehmen können. Ja. Genau, also das hängt aber davon ab, wie viel Feedback ihr gebt, weil wenn da 2 Leute sagen, dann machen wir mit, dann können wir das mal ausprobieren, aber wenn da natürlich jetzt 15, 20 Leute sagen, dann ist natürlich die Motivation bei uns auch höher, das mal mit euch zusammen zu machen. Ne? Oder spendet unserem Discord einfach was Nitro, wenn ihr das wollt. Wofür ist das da? Klär mich auf. Dafür, dass man Dinge tun kann dann, die man sonst nicht kann. Ah. Ja, aber das Kahoot zählt dann da nicht zu. Nee. Da können wir lustige Emojis machen, aber das Kahoot zahlt das ist dann nicht da in dem Nitro-Programm. Ich bin einziger Booster von unserem Discord. Der Gönner. Nee. Genau. Danke, Olli. Ja. Das ist mir auch noch gerade so eingefallen, das könnte man dann in Verbindung mit diesen Watch-Partys zum Beispiel machen. Es gibt tatsächlich irgendwo so ein Programm, das dir Bingo-Karten zusammenstellt. Und da könnte man kann selber aussuchen, was für Begriffe auf diesen Bingo-Karten drauf ist. Und dann kriegt man einen Link
Und jeder, der auf den Link klickt, kriegt eine individuell zusammengestellte aus diesen ausgesuchten Begriffen, eine individuell ausgestellte Bingo-Karte und die kannst du einfach abklicken. Ja, okay. Das ist auch eine ganz lustige Idee, finde ich. Bullshit-Bingo. Ja, so, genau. Ja, sowas oder halt irgendwie, ne, was weiß ich. Das könnte man ja mit BGT-Bingo machen, also. Genau, wie oft, dann immer wenn Dennis länger als 20 Sekunden am Stück redet. Ja, oder bei Lars halt bei 60 Sekunden. Oder wenn Dennis Twilight Imperium sagt. Oder Dirk. Solche Sachen, genau. Ja. Ich fand's auf jeden Fall gut, dass mir auch mal wieder meine Bildungslücken aufgezeigt wurden durch dieses Quiz. Vielen Dank. Gerne, Alex, gerne. Dafür bin ich da. Muss vielleicht mal Catan spielen und Terraforming Mars und die Karten auswendig lernen oder so. Ja, Alex, da bin ich bei beiden raus. Ne? Ich habe bewiesen, ich kenne mich völlig aus mit diesen Spielen. Ich muss es nie wieder zocken, weil ich habe eigentlich die ganze Zeit auf die Flügelschlagfrage gewartet, Dirk. Ich war mir ziemlich sicher. Nicht gemacht, um hier nicht die Gemüter hochkochen zu lassen. Ja. Aber was kommt denn bei euch so an Weihnachten noch auf den Tisch? Nochmal schnell. Heringssalat, leckerer Aufschnitt, selbstgebackenes Brot. Oder meinst du ein Spiel? Nö, das Essen fand ich auch gut. Essen finde ich super. Ja. Nee, also ich werde dadurch, dass dieses Jahr meine rheinische Familie mich tatsächlich in Gänze bis auf die zweiten Grades, also Oma, Opa und so weiter, besuchen kommt, sind wir am meinem Geburtstag, der ja am 28.12. ist, 18 Leute bei mir in der Bude mit meiner Familie hier und meiner Familie aus dem Rheinland. Und dann habe ich mir mal so überlegt, und das ist eigentlich auch eine geile Sache, habt ihr denn mal einen Tipp für mich, also abgesehen von Kampf gegen das Spießertum, weil das kann ich bei meiner Familie bei einem Teil nicht auf den Tisch bringen, das geht nicht, was man mit 18 Leuten spielen kann? Kannst du nicht mit zwei Challengers Boxen spielen? Ja, gut, das wäre aber, also ich werd versuchen, Schrödingers Katzen in kleinerer Runde, will ich Schrödingers Katzen auf jeden Fall probieren, auf den Tisch zu bringen. Das ist, glaube ich, mega witzig, schnell erklärt, funktioniert gut, Top Ten und Das lustige Malschreibspiel, das gibt es jetzt auch unter anderem Namen, aber wir haben es früher immer so genannt, das lustige Malschreibspiel. Jeder schreibt einen Satz auf, gibt den an den Nachbarn weiter, der Nachbar liest den Satz, klappt das nach hinten um, den Satz auf dem Blatt Papier und malt ein Bild dazu. Gibt das Bild wieder weiter, der Nächste guckt sich das Bild an, klappt das Bild um, schreibt einen Satz dazu. Mit 18 Leuten ist das furchtbar lustig, weil da ganz lustige Dinge dann bei rauskommen, weil Leute natürlich auch interpretieren, wie das gezeichnet wurde. Und wenn man irgendwann faul ist und nur einem Strichmännchen ein T-Shirt angezogen hat und nicht allen dreien, dann ist das eins mit T-Shirt und zwei Nackte, ne? Weil muss ja ein Unterschied sein. Sowas. Wobei, was ich auch noch überlegt habe, was ja auf meinem Geburtstag letztes Jahr schon funktioniert hat, war Hits da und dann eben mit Teams. Ja, dass du halt immer so zwei zusammen machst, die sich dann beraten und so. Ready, Set, Bet? Ja, musst du auch mit Teams machen dann, ja. Ja. Das stimmt, das könnte ich immer. Das könnte ich, dann nimmt man so einen der Älteren mit einem Jüngeren zusammen, dann funktioniert das auch, weil sonst ist das, glaube ich, nicht. Ich habe so. hier noch eins jetzt, das ist irgendwie eine Neuauflage, das gibt es schon ewig, von HCM Kienzle, jetzt aber neu aufgelegt, Tension heißt das. Das ist quasi Familienduell. Das spielst du eben auch in so Teams. Ach. Da gibt es dann irgendwie so Fragen und dann sind so die Top-Antworten da auf der Karte irgendwie. Das ist auch ganz cool. Ich hatte nämlich noch Herdentiere, habe ich noch im Visier gehabt. Das ist quasi auch sowas, da muss man eben möglichst immer die gleichen Antworten geben. Also derjenige, der die Frage stellt, beantwortet die und die anderen müssen versuchen herauszufinden, was er quasi genommen hat. Damit, also wie gut man sich kennt. Das ist, glaube ich, auch mal ganz witzig. Ja. Aber Ready, Set, Bet könnte echt witzig werden, wenn ich mir vorstelle, dass 18 Leute da um den Tisch stehen und die Jetons schmeißen. Das könnte schon witzig werden, ja. Sehr cool. Ja, das ist auch gut. Vielleicht haben das ja auch noch andere, das Bedürfnis, mit mehreren Leuten was zu spielen. Sind noch ein paar schöne Tipps noch dabei gewesen. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt eine gute Weihnachtszeit und wir hören uns im neuen Jahr dann wieder, oder? Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Genau. Guten Rutsch. Guten Rutsch vor allen Dingen. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Ciao.
Das war es auch schon wieder bei The Board Game Theory. Danke fürs Einschalten und wenn ihr mögt, hören wir uns nächste Woche schon wieder. Für Fragen, Wünsche oder Anregungen besucht gerne unseren Discord, schreibt uns auf Instagram oder per Mail an info@theboardgametheory.de oder schickt eine Postkarte. Wir würden uns außerdem darüber freuen, wenn ihr uns bei Spotify, Apple oder wo ihr uns sonst so hört, ein Abo und eine Bewertung dalasst. Vielen Dank und bis bald. Hey. Hey, why are you all red and sweaty? I just bamboozled Chandler. Which is not a sexual thing.